Dann machen wir uns doch mal auf den Weg dahin. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Mein Leben überdenken. Der Tag, an dem alles für mich starb. Das Ende von Für immer. Daran du zu denken ist surreal. Ich mache jedes Mal Augenblick eine außerkörperliche Erfahrung durch. Sehe mich selbst in diesem Moment, nachdem sie versucht, einen Streit zwischen zwei Männern auf der Straße zu schlichten. Zwei ihr völlig Fremde, von denen sie einer grundlos erstechen würde, sie starb. Weil sie helfen wollte und das Arschloch ist davongekommen. Wenn ich nur eine Minute früher gekommen wäre, wäre mein Leben anders besser und sie würde nicht fort sein. Jo. Haben wir hier irgendeine Möglichkeit? Nö, warum auch? Hier kann ich ja nichts machen. Schade aber. Naja, gehen wir erstmal hier durch. Hier ist ein Schiff. Okay, warum auch immer hier ein Schiff ist. Ach, kann ich hier nicht durch? Na doch, hier kann ich ja durch. Aber hier ist nichts. Oder doch? Ha, ich wusste es doch. Stein, oh ja. Jetzt müssen wir einmal um das Schiff gehen. Okay, was auch immer das gerade war. Ist es schon wieder soweit? Einmal runter hier. Zeugenbeschreibung der Augen. Zeuge sah das Gesicht des Verdächtigen nur kurz, viel vom Gesicht verdeckt, aber der Verdächtige schien ein weißer mit blauen Augen zu sein. Hilfe! Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Hansett. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, das ist schon mal nicht das. Mona Hansett. Sie scheint sich nicht an viel zu erinnern zu können. Ich frage mich, worauf sich der Name Mona Hansett. Ist es vielleicht dieses Ruderboot? Nein. Das hat ja auch keinen Namen. Hier kann ich einfach nur durchgehen. Geschlossen. Geschlossene Gesellschaft oder so. Warum sollte ich mich eigentlich hier verstecken? Verstehe ich immer noch nicht. Aha. Enthüllen. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden.
Er sagt, sie saß kurz vor ihrem Ertrinken in einem Ruderboot, das zu sinkenden Mornings Helmet selbst zurückkehrt. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht? Entle. Was ist das hier? Kerzen? Verschiedene Kerzen. Über die Jahre wurde ein Haufen Kerzen hier gelassen. Die meisten sehen nach Gebetskerzen aus. Ja. Ansehen, ja. Da steht etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Okay. Du bist eine Heldin für uns alle. Heldin für uns alle. Klingt, als verdanke ihr mehr als nur einer das Leben. Ha, klingt, als hätte sie jemand das Leben gerettet. So, was kommt jetzt hier raus? Sieht wie eine Art Denkmal aus. Ich wette, die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden, könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Aber was zu finden? Fehlt noch etwas. Was haben wir denn hier? Ein Bild. Wow. Gerahmte. Was? Gerahmtes Bild, ja. Ein Bild der Überlebenden des Monahenses Dampfwrackes. Wie ist die Dame am Strand gestorben? Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, dass sie vielleicht eine Zeitung. Ja, nein. Dann. Puh, ja, was ist es dann? Ich verstehe nicht. Ein Bouquet. Wir werden dich sehr vermissen. Ja. Als die Mona Handset sank, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Die ganze Geschichte. So, jetzt können wir dir auch sagen, hier. Hast du was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Mona Handset, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salems gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Heldin. Wenn ich alle gerettet habe, wie bin ich dann gestorben? Nein, nein, du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot es gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ertrunken sein. Tut mir leid. Nein, das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer Stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe gern geholfen. Ja. Aber ertrinken ist ein... Für mich, ich finde, das ist eine Art sehr... Ja, also ich wünsche es keinem, dass einer so sterben muss. Also überhaupt, dass man sterben muss, aber so ertrinken, da ist so auch, wo ich mir denke, so, das ist echt heftig. Also ich möchte nicht erleben müssen. Ah, dafür sind die da. So, was haben wir hier hinten noch? Sammeln. Dieses Auto-Tattoo. Ich muss nicht mal nach dem Tattoo zum Autodiebstahl fragen. Ich hasse es. Es ist protzig, geschmacklos, gewöhnlich. Er kann meinen Missfallen spüren, aber ich schätze, es ist zu spät. Alle Tattoos bringen die Gefahr des Bedauerns mit sich. Entfernen. Okay, jetzt können wir auch schon Häuser entfernen oder so. Enthüllen. Sammeln. Need Gas. Aha.
Dylan. Hier noch irgendwas? Ne? Eben gucken, dass ich hier nichts vergessen habe. Was war das? Enthüllen. Jeder geheime Schatz wird öfter wahrgenommen, als die Dunkelheit weiß. Soderberg Familienfoto. Sie hatte so viel Potenzial, das ist ein furchtbarer Schock, gerade jetzt. Sie wurde am Smith College angenommen und war auf den Umzug vorbereitet. Haben wir hier sonst noch so eine Möglichkeit, dass mich Tieren oder sowas, also verstecken kann? Dass ich so etwas mitkriegen könnte. Aha. Von Baxter schikaniert. Harter Arbeitstag für meinen Mann. Es dauert eine Weile, bis er darüber reden konnte, aber dieser Baxter scheint extrem feindlich gegenüber Ronan zu sein. Und es gibt nichts, was er dagegen tun kann. Es ist ein Mysterium, warum dort so viele Feindseligkeit herrscht. Ronan hat nie etwas getan, um ihn zu verärgern, aber Baxter beschloss zu wissen, was für ein Mensch Ronan ist, und nichts überzeugt ihn vom Gegenteil. Manche Leute lernen es nie. Wohl wahr, wohl wahr, wohl wahr. Was macht man da? Kopf ab. Nein. Ja. Der Baxter, der wird noch sehen, wo er bleibt. Vielleicht folgt er uns ja noch ins Reich der Toten. Oder wie man es hier immer nennt. Zwischenwelt. Das hat bestimmt hier viele Namen, aber ja. Oh, Gasolin. Oh, hier ist auch einiges. Haben wir hier ein... Nein, wir haben hier kein... Okay, wir haben hier das nur mit diesen ganzen Stecken. Wir müssen so unkoscher, aber ja. Sammeln. Plakat der Piratengeschichte. Dieser Ort überblickt die favorisierte Anlegestelle vieler Freibeuter, die mit dem stillen Einverständnis der Kontinentalarmee während des Unabhängigkeitskrieges operierten. Salem war der Haupthafen für schwer bewaffnete schnelle Schiffe, die die königliche Flotte bei ihrem Versuch, Druck auf den benachbarten Hafen Bostons auszuüben, angriff. Aha. So, was haben wir hier jetzt so? Nein, nein. Boah. Ich könnte ja auch noch so haben, dass wenn wir Wasser berühren, sterben wir oder werden wir resettet. Enthüllen. Mein Leben überdenken. Niemand hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Das Foto am Strand. Es ist schwer, das Glück, das Julia in meinem Leben gebracht hat, in Worte zu fassen. Was haben wir denn hier? Tag am Strand. Das Foto, das wir am Strand gemacht haben, ist erstaunlich gut geworden, obwohl es fast dunkel war. Das Foto von Ronan bei Sonnenuntergang ist brillant. Man kann nicht viel von Ronan erkennen. Aber meine Güte, was für eine Silhouette der Mann hat. Er lässt alles in seiner Nähe gut aussehen. Salem könnte das Foto benutzen, um sich als Badeort zu verkaufen. Also manchmal muss ich sagen, hier die Schrift, die sie gewählt haben, ist echt ekelhaft zu lesen. Aber ist es ja zur Kirche, ja klar. Ab zum Gottesdienst. Dim dim. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Ja, sehr unrealistisch, dass wir da direkt einfach so reinkommen. Müsste diese Tür nicht hundertprozentig geweiht sein? Naja. Ja. Oh. Was ist das?
sammeln. Kann ich aufhören, ihn zu lieben? Der Mann ist, wer er ist. Ich kann nicht anders. Ich versuche, mich fernzuhalten, vernünftig zu sein, an jemanden zu denken, mit dem ich ein normales Leben teilen könnte. Aber ich denke an Ronan. Und ich kann nicht aufhören. Kann nicht. Das ist es. So fühlt sich wahre Liebe an. Ja, man kann nicht an einen anderen denken. Was haben wir hier? Ansehen. Wo ist sie? Das ist das Mädchen, okay. Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Welche Hinweise liefert mir weitere Informationen? Es gab eine Zeugin meines Kampfes mit dem Mörder. Was hat sie gesehen? Okay, das hat nichts damit zu tun. Mein einziger Hinweis. Auch falsch. Es geht nicht um die Kirche. Die Kirche, hey. Wow. Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile? Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. So, damit haben wir schon 9 Teile. Bewahre uns vor der Dunkelheit, die uns bevorsteht. Ronins Fedora. Wie sahen vorgestern Abend ein Marathon mit Gangsterfilmen in Schwarz-Weiß. Ich konnte nicht glauben, dass er sie noch nie gesehen hat. Ich mochte die romantischen Teile. Er, die mit den taffen Kerlen. Als ich ihm am nächsten Tag den Fedora kaufte, sah er verwirrt aus. Gewöhnte sich aber schnell daran. Er ist jetzt ein Teil von ihm. Ich glaube nicht, dass er ihn je wieder abnimmt. Löse uns von dem Schatten des Bösen. Bewahre uns. Enthülle. Mein Leben übernehmen, schon wieder. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Julia heiraten. Der schönste Tag meines Lebens. Wir wussten von Anfang an, dass wir früher oder später hier landen würden. Enthüllen, hier haben wir noch eine, jawohl. Hier kann ich nicht durch. So ein Mist. Was er? Gebet spricht aus, was ich denke. Ist mit diesen Krähen los? So, die rechte Treppe komme ich nicht hoch. Was ist mit dieser Treppe? Hui. Warum leuchtet das hier eigentlich noch so? Naja. Der Krähe kann ich nichts anfangen. Da kann ich nicht hoch. Ja, ich weiß gar nicht, was passiert. Wahrscheinlich werde ich direkt in den Tod gezogen, gezerrt oder sowas. Oh. Was haben wir denn hier? Sammelplakat des niedergebrannten Pfarrerhauses. Unweit dieser Stelle verlor die Gemeinde 1901 das ursprüngliche Pfarrerhaus St. Benedikts an die Flammen.
Ah, verdammt, ich muss jetzt nochmal da hoch. Dim, 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 dim. Detective Ronan. Zu ihrem Dienste. So, was haben wir hier? Sammeln. Alle guten Dinge sind zwei. Ich sagte ihm, er soll mich nochmal fragen. Ich hatte Glück, dass er mich nicht verließ, nachdem er keine Antwort auf seinen ersten Antrag bekommen hatte. Er muss mich wirklich lieben. Er grinste und kniete sich mitten auf der Straße in eine dreckige Pfütze. Es war ihm egal, denn er wusste, was er bedeutete. Was es bedeutete? Aha. Ich hatte die Entscheidung schon getroffen. Endlich. Er nahm meine Hand und sagte, willst du? Und ich sagte, ja. Ich ließ ihn nicht mal bis mich heiraten kommen. Wir wussten es einfach und lachten. Das war ein ganz gutes Zeichen. Ein sehr gutes Zeichen. Ja. Also irgendwie, naja, wenn es wirklich so gut war, warum hat sie nicht direkt ja gesagt? Naja, ist ja nochmal so gesehen gut gelaufen. Was ist hier los? Fragen.